Es ist genau 11.40 Uhr, als das Boot mit Patrick Redfern an den Rudern und Emily Brewster im Bug um die Landzunge in die Cutter's Cove einfährt. Hallo, wen haben wir denn da? Sieht aus wie Mrs. Marshall. So ist es. Wir wollen doch nicht hier an Land, oder? Ach, wir haben doch Zeit. Na sowas. Warum liegt Mrs. Marshall denn im Schatten? Hallo, Alina? Mademoiselle Brewster schwant etwas. Der Körper, wie er da liegt, wie die Arme abgespreizt sind, das hat etwas Unnatürliches. Alina? Monsieur Redfern zögert ebenfalls. Und dann? Nein. Alina, nein! Ist sie... Sie ist tot. Oh Gott, jemand hat sie erwürgt. Alina! Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich in meinem Zimmer und ahnte noch nichts von der Tragödie. Na, Hastings, wie laufen die Ermittlungen? Ach, ganz gut. Völlig problemlos, alter Knabe. Das höre ich gern, lieber Freund. Monsieur Poirot, da sind Sie ja. Mademoiselle, was ist geschehen? Es ist Mrs. Marshall. Mr. Redfern und ich fanden sie in der Cutter's Cove. Sie ist erdrosselt worden. Hastings, ich schwimme wie ein Otter. Ich hege nur im Moment nicht den Wunsch zu schwimmen. Mademoiselle, darf ich Sie etwas fragen? Aber sicher. Könnten Sie mich zur Cutter's Cove rudern? Monsieur Poirot, angesichts Ihrer Bemühungen, Millies Mörder zu finden, rudere ich Sie jederzeit, wohin Sie wollen. Sie brauchen nur zu fragen. Steigen Sie ein! Ah, Poirot, ein Glück. Hören Sie, Sie wissen ja, ich habe alle Hände voll zu tun. Die Evakuierung, der Zivilschutz, jetzt auch noch Kollaborateure. Wenn Sie die Untersuchung leiten könnten, stünde ich tief in Ihrer Schuld. Ich werde helfen, so gut ich kann, mein Freund. Vielen Dank.
Dr. Neeston, den Leichenbeschauer, haben Sie gerade verpasst. Meine Leute haben die Bucht bereits oberflächlich durchkämmt. In Kürze kehren sie mit geeigneter Ausrüstung zurück, um die Überreste zu bergen und sich gründlicher umzusehen. Wer hat Sie verständigt? George Strum, der Strandwart, kam zu mir. Miss Brewster hatte ihn geschickt. Wie es der Zufall wollte, hatte ich gerade Neeston da. Und so kamen wir gleich herüber. Was konnte Dr. Neeston Ihnen über den Zeitpunkt des Todes sagen? Seiner Ansicht nach trat der Tod irgendwann zwischen 11:15 und 11:20 ein. Kurz bevor Redfern und Miss Brewster kamen. Der Tod trat durch Ersticken ein? Oh ja, daran besteht kein Zweifel. Die Würgemale am Hals sind deutlich erkennbar. Nach der Autopsie kann Neeston uns vielleicht mehr sagen. Aber es steht ziemlich fest, dass sie von einem recht kräftigen Paar Hände getötet wurde. Das ist im Moment alles, was ich habe. Poirot, es ist mir gar nicht recht, dass ich Sie damit so überfalle. Machen Sie sich keine Sorgen, mein Freund. Sehen Sie sich überall um. Ich sorge dafür, dass jeder weiß, Sie handeln in meinem Auftrag. Ich werde alle auf der Insel mal etwas näher durchleuchten. Vermutlich habe ich heute Nachmittag irgendwann einen Bericht für Sie fertig auf dem Polizeirevier. Ich danke Ihnen, Colonel. Ich kann jetzt wirklich nicht mit Ihnen reden, Poirot. Arlenas Kaffeeflasche. Dies ist gewiss von Bedeutung. Hallo, hier wurde etwas ausgegossen. Wonach riecht es denn, Poirot? Kaffee. Dies ist gewiss von Bedeutung. Dies ist gewiss. Ich schneide von dem Hut mal ein Stück Stoff ab. Was? Oh, Poirot. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen, Monsieur Redfern? Wie kam es, dass Sie und Mademoiselle Brewster eine Ruderpartie unternahmen? Ich habe Miss Brewster gefragt, ob sie mich mitnimmt. Warum taten Sie das? Monsieur Redfern, die Zeit, wo man sich den Luxus kleiner Spielchen erlauben konnte, ist vorbei. Jetzt ist die Zeit der Wahrheit. Aline und ich gingen jeden Morgen gemeinsam schwimmen. Als ich sie am Strand nicht sah, da bin ich sie suchen gegangen. Im Hotel oben war sie nicht. Ich bemerkte, wie Miss Brewster das Ruderboot fertig machte. Da kam mir die Idee, wenn wir um die Insel rudern würden, könnte ich sie finden. Alina, meine ich. Ich bot an, die erste Etappe zu rudern. Wir fuhren los. Wie spät war es, als Sie hier eintrafen? Etwas vor 12, ich weiß es nicht genau. Was dachten Sie, als Sie Mrs. Marshall erblickten? Naja, ich war verärgert, wenn Sie es genau wissen wollen. Ich konnte nicht verstehen, warum sie nicht auf mich gewartet hatte. Ganz und gar nicht. Ich ruderte zum Strand. Ich wollte wissen, was los war. Was geschah, nachdem das Boot den Strand erreicht hatte? Ich rief sie, aber sie antwortete nicht. Sie lag nur da. Ich ging zu ihr hinüber. Es war sonderbar. Sie regte sich nicht. Ich kniete mich neben sie, berührte ihre Hand, ihren Arm. Sie reagierte gar nicht. Dann hob ich den Hut von ihrem Gesicht. Mein Gott, ihr Gesicht, Poirot, es war ganz dunkel und fleckig. Und diese Würgemale, die Abdrücke an ihrem Hals. Beruhigen Sie sich. Es tut mir leid. Sie war so schön. Wie konnte jemand das nur zerstören? Wer hat Hilfe geholt? Miss Brewster. Ich hatte den Gedanken, ich wollte Alina beschützen. Klingt dumm, ich weiß. Niemand konnte sie mehr beschützen. Ich setzte mich neben sie. Als ich es nicht mehr ertrug, kam ich hier herüber und wartete, bis die Polizei eintraf. Haben Sie irgendetwas gesehen oder gedacht, das uns helfen könnte? Verzeihung,
Lassen Sie mich nachdenken. Nur keine Eile. Da war etwas. Ich hörte ein Geräusch, als ich noch drüben bei Alina war. Was für ein Geräusch? Ein Klappern auf den Felsen bei der Leiter, ein herabfallender Gegenstand. Aber kein Stein, irgendetwas Leichtes. Vielleicht habe ich später noch Fragen an Sie. Ein grüner Stofffetzen. Er hat dieselbe Farbe wie Alina Marshalls Hut. Es sieht so aus, als sei der Schlamm dort absichtlich hingetan worden. Und es glänzt etwas darunter. Na sowas. Der Schlamm verbirgt eine sechskantige Buchse. Er wurde wohl erst kürzlich aufgebracht und das Metall glänzt noch. Sieht aus wie neu. Diese Form erinnert mich an etwas. Und zwar an die Buchse für eine Winchkurbel, wie man sie am Mast mancher Segelboote findet, um das Segel nach oben oder unten zu kurbeln. Na sowas. Diese Form... Eine zerbrochene Flasche mit einem Rest Flüssigkeit darin. Und die Flüssigkeit riecht eindeutig wie ein teures Parfum. Sieht aus wie ein Wurfpfeil. Das wurde vor langer Zeit eingeritzt. Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen, wenn es recht ist. Aber natürlich. Wie kam es, dass Sie und Monsieur Redfern eine Ruderpartie unternahmen? Nachdem Sie mich bei Rocky Bath gesehen hatten, zog ich mich um und wollte gerade zu meiner morgendlichen Ruderpartie starten, als Mr. Redfern mich bat, ihn mitzunehmen. Wie spät war es, als Sie hier eintrafen? Wir kamen etwa um 11:45 am Strand an. Überblicken konnten wir die Bucht schon etwa 5 Minuten früher. Was dachten Sie, als Sie Mrs. Marshall sahen? Zunächst nichts. Ich nahm an, sie sonnte sich. Und dann? Nun ja, das Erste, was mir auffiel, war, dass sie zwar da lag, als sonnte sie sich, aber im Schatten der Klippen. Als Mr. Redfern sie dann rief und sie nicht reagierte, das war auch seltsam. Als wir dann aus dem Boot stiegen, bemerkte ich, dass sie irgendwie unnatürlich lag. Ihre Arme. Wie spät war es da? Er wollte um die ganze Insel rudern, also habe ich auf meine Uhr gesehen. Es war 11:45. Hat Monsieur Redfern Sie oft begleitet? Nein, es war das erste Mal. Wenn Sie mich fragen, er war auf der Suche nach Mrs. Marshall. Er bot an, die erste Etappe zu rudern. Was geschah, nachdem das Boot den Strand erreicht hatte? Mr. Redfern und ich näherten uns Mrs. Marshall. Auch er spürte, dass etwas nicht stimmte, das habe ich gemerkt. Er kniete sich neben sie, berührte ihre Hand, dann ihren Arm, dann hob er ihren Hut an. Er sah ihr Gesicht und tat einen Schrei. Wer hat Hilfe geholt? Ich. Wir wussten beide, jemand musste es tun. Ich gehöre nicht zu den Frauen, die zugeben, dass sie Angst haben. Aber ich war insgeheim dankbar, als Mr. Redfern anbot, bei der Toten zu bleiben. Dafür habe ich vollstes Verständnis, Mademoiselle. Kein Grund, sich Vorwürfe zu machen.
Haben Sie irgendetwas gesehen oder gedacht, das uns helfen könnte? Nein, ich glaube nicht. Ach doch, da gibt es etwas. Sie wurde erwürgt. Genau wie Millie und diese andere Frau, Alice Corrigan. 3 Frauen in South Devon erwürgt. Im Abstand von nur wenigen Monaten. Kann das noch Zufall sein? Möglich ist alles, Mademoiselle. Aber ich stimme Ihnen zu. Es wäre höchst ungewöhnlich, wenn es sich hier um einen Zufall handelte. Vielleicht habe ich später noch Fragen an Sie. Aber natürlich. Vielleicht habe ich später noch Fragen an Sie. Aber natürlich. Poirot, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Können wir uns nicht später unterhalten? Nein, Poirot steigt nicht die Leiter hinauf. Vielleicht habe ich später noch Fragen an Sie. Aber natürlich. Vielleicht. Aber natürlich. Die Idee ist nicht uninteressant, aber leider zum Scheitern verurteilt. Das ergibt keinen Sinn. Das hilft uns. Ihr derzeitiger. Ich muss sagen. Finden Sie es? Ich muss sagen, Ihrer Look. Wollen Sie sich etwa Ihr Gesicht anschauen? Bei der Aufklärung eines Mordes darf man nicht zimperlich sein, Hastings. Aber wenn Sie mir die Tatsachen verbindlich mitteilen, ist es doch eigentlich nicht nötig, oder? Wie Sie wünschen. Ich stelle kategorisch fest, dass Mrs. Marshall von einem Paar sehr kräftiger Hände erwürgt wurde. Können wir uns nicht spät. Können Sie mich zum. Natürlich. Jetzt gleich? Im Moment noch nicht. Können Sie mich zum Badestrand zurückrudern? Natürlich. Jetzt gleich? Ja, bitte.
Hallo, Monsieur Poirot. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, ich hätte im Hotel bleiben sollen, aber ich musste einfach raus. Aber das macht gar nichts, Mademoiselle. Ich wusste, ich würde Sie hier finden. Darf ich mit meinen Fragen beginnen? Ja. Können Sie mir erzählen, wie Sie den Vormittag verbracht haben? Nach dem Frühstück kam ich mit Christine, Mrs. Redfern, hierher in die Sanctuary Cove. Wann war das? Wir sind kurz vor halb von meinem Zimmer aus los. 22:55. Was haben Sie gemacht, als Sie dort ankamen? Ich bin geschwommen und habe mich dann gesonnt, während Christine die Lummen gezeichnet hat. Später dann war ich noch einmal schwimmen und Christine ging zurück zum Hotel, um sich zum Tennis umzuziehen. Haben Sie Ihre Stiefmutter gemocht, Mademoiselle? Oh ja, Alina war nett zu mir. Hatten Ihr Vater und Ihre Stiefmutter jemals Streit? Oh nein, Vater streitet sich nie, das ist einfach nicht seine Art. Haben Sie irgendeine Vermutung, wer Ihre Stiefmutter hätte töten wollen? Na ja, ich sage das nicht gern, aber Mrs. Redfern hätte vielleicht, schließlich war ihr Mann in Alina verliebt. Nicht, dass ich glaube, sie hätte sie tatsächlich töten wollen. Ich meine, dass sie sich einfach wünschte, sie wäre tot. Monsieur Poirot, das ist doch wirklich nicht dasselbe, nicht wahr? Nein, das ist wirklich nicht dasselbe. Wie spät war es, als Mrs. Redfern sie verließ? 23:45. Wissen Sie das genau? Oh ja, sie hat nach der Zeit gefragt, weil sie zum Tennis musste. Ich habe auf die Uhr geschaut, 23:45. Sie geht sehr genau. Ich kann es Ihnen jetzt nicht zeigen, ich weiß. Ich habe sie im Zimmer gelassen, als ich mich nach dem Strand umzog. Wann kehrten Sie ins Hotel zurück? So etwa um 1 Uhr. Und dann habe ich es erfahren, das mit Alina. Sie haben heute ein Rezept für Ihre Stiefmutter eingelöst? Was? Oh, ja, das habe ich. Ist noch gar nicht lange her. Trional. Und wo ist das Trional jetzt? Ich habe es in ihr Zimmer gestellt. Es gibt böse Menschen auf der Welt. Sie müssen bestraft werden. Aber Mrs. Redfern ist nicht böse. Ich möchte nicht, dass sie Schwierigkeiten bekommt. Sie liebt ihren Mann, das ist alles. Meinen Sie nicht auch? Ich denke, sie liebt ihn sehr. Oui, Mademoiselle. Hören Sie, Poirot, es gibt noch einen Haufen Dinge, die wir Sie fragen sollten. Sie hat offensichtlich nicht die Wahrheit gesagt, was Ihre Gefühle für Alina betrifft oder ob Ihr Vater sich mit Alina stritt. Hastings, das Kind ist doch völlig verstört. Ich denke, es wäre unklug, sie unter Druck zu setzen. Außerdem gibt es noch einiges herauszufinden über die Ereignisse in Miss Porters Schule für junge Damen. Stören Sie ihn nicht, Hastings. Es ist doch nützlich für uns, dass er gerade nicht am Strand ist. Madame Castle. Mr. Poirot, Colonel Weston hat mich gebeten, Sie voll und ganz zu unterstützen. Er schlug vor, dass ich Ihnen Zugang zu allem gewähre, was Sie in diesem Hotel benötigen. Ganz gleich wie privat. Ich hoffe, das bringt Sie nicht zu sehr in Bedrängnis, Madame. Nun ja, ich habe natürlich meine Verpflichtungen den Eigentümern gegenüber. Aber mir bleibt ja keine Wahl. Hier ist der Hauptschlüssel. Er öffnet jede Tür des Hotels. Merci, Madame.
Können Sie mir sagen, was Sie heute Morgen zwischen 11:15 und 11:20 taten? Tja, also ich, von 10 Uhr bis 11:15 sorgte ich dafür, dass das Personal seinen Pflichten nachkam. Bis etwa 12 ließ ich den Speisesaal abräumen und für das Mittagessen eindecken. Es war ein ganz gewöhnlicher Vormittag. Bis... Ganz recht. Hat irgendein Gast sich ungewöhnlich benommen? Lassen Sie mich nachdenken. Mr. Redfern schien erregt, niedergeschlagen. Er fragte, ob jemand Mrs. Marshall gesehen habe. Wie spät war es da? So zwischen 10:30, würde ich meinen. Für welche Gäste wurden heute Morgen Butterbrote und Kaffeeflaschen hergerichtet? Mr. Lane bat um belegte Brote und Kaffee. Er wollte wandern gehen, glaube ich. Mrs. Marshall bestellte nur Kaffee. Das waren die einzigen Bestellungen heute Morgen. Um welche Zeit werden Sie gewöhnlich auf den Tisch im Speisesaal gestellt? Gleich nach dem Frühstück. Nicht später als 9:30. Ob Sie mich wohl jetzt entschuldigen könnten? Die Sache hat mich ziemlich mitgenommen, fürchte ich. Aber gewiss doch, Madame. Der macht nicht nur der Mord zu schaffen. Sie haben recht, Hastings. Die Tatsache, dass ich Zugang zu allem und jedem hier im Hotel erhalten soll, schließt offensichtlich Ihren Safe mit ein. Meinen Sie, dass sie stiften geht? Ob ich meine, dass sie... Was bitte? Glauben Sie, sie versucht zu fliehen? Oh ja, allerdings. Gut, dass Colonel Weston Vorkehrungen für ihre Verfolgung getroffen hat. Das könnte wichtig sein. Ich hebe es in meinem Notizbuch auf. Poirot weiß die Symmetrie zu schätzen. Interessant. Das kommt in mein Notizbuch.
Dieses Dokument muss ich näher untersuchen. Ich lege es in mein Notizbuch. Dies ist das Zimmer von Mr. Blatt. Faszinierend. Nanu, wo kommt denn dieser Fettfleck her? Meine Nase sagt mir, dass es sich um eine Art Öl handelt. Ein Test könnte es genauer bestimmen. Das ist sehr zufriedenstellend. Das ist sehr... Dieses Zimmer gehört der schönen Alina Stewart, Marshall. Das hier sieht wichtig aus. Ich werde es im Notizbuch aufheben. Das kommt jetzt mal in mein Notizbuch. Sagen Sie mal, alter Freund, suchen wir hier eigentlich nach etwas Bestimmtem? Das tun wir in der Tat, Hastings. Wir suchen das, was sich hier nicht findet. Das ist mir jetzt eine große Hilfe. Erlina Marshalls allerbestes und teuerstes Parfum. Dasselbe, was wir in der Höhle gefunden haben. In der Bürste haben sich rote Haare verfangen. Eindeutig dieser Farbton. Sieht aus wie ganz normales Badesalz. Machen Sie doch mal den Deckel auf, Poirot. Das geht nicht, Hastings. Der ist ganz fest zugeschraubt. Verzeihen Sie die Störung, Captain Marshall. Mein Beileid. Ich werde Sie leider kurz belästigen müssen. Sprechen Sie. Poirot,
Ich habe gerade einen Schatten gesehen bei der Balkontür. Ich glaube, da draußen belauscht uns jemand. Ah, na ja. Dann wird man uns eben belauschen, fürchte ich. Mrs. Marshall war Ihre zweite Frau? Ja. Waren Sie schon lang verheiratet? Etwas über 2 Jahre. Führten Sie eine glückliche Ehe? Aber gewiss. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihre Frau getötet haben könnte? Nicht die geringste. Hatte sie Feinde? Schon möglich. Sieh mal an. Ach? Verstehen Sie mich nicht falsch. Alina war Schauspielerin und sie war eine gut aussehende Frau. Das führte schon mal zu Eifersüchteleien, Neid, Hass, Bosheit. Bei Männern ebenso wie bei Frauen? Meist bei Frauen. Gab es jemanden hier im Hotel, den Mrs. Marshall vorher schon kannte? Ich glaube, Mr. Redfern war sie schon einmal begegnet auf irgendeiner Cocktailparty. Womit haben Sie heute früh Ihre Zeit verbracht? Ich ging um 8:50 zum Frühstück nach unten. Danach begab ich mich zum Badestrand, wo ich Sie traf. Ich ging kurz ins Wasser. Warten Sie, um etwa 11:20 kehrte ich hierher zurück, um einige Briefe zu schreiben. Ich schrieb bis 11:50. Dann zog ich mich fürs Tennis um, denn ich war um 12 zum Spielen verabredet. Wer spielte sonst noch Tennis? Mrs. Redfern, Miss Darnley und Mr. Gardiner. Ich ging um 12 hinunter. Miss Darnley war schon da. Mr. Gardiner und Mrs. Redfern kamen ein wenig später. Wir spielten etwa 1 Stunde. Als wir ins Hotel zurückkehrten, erhielt ich die Nachricht. Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Um 9. Sie war in ihrem Zimmer und öffnete ihre Post. Welcher Stimmung war sie? Anders als sonst? Nein, sie war wie immer. Hat sie etwas über den Inhalt ihrer Post gesagt? Nein. Sie hatten nichts, verzeihen Sie meine Neugier, gegen die Freundschaft Ihrer Frau mit Monsieur Redfern? Es war nicht meine Art, das Verhalten meiner Frau zu kritisieren. Keinerlei Protest oder Einwände Ihrerseits? Gewiss nicht. Alles Lüge. Wir haben Sie zanken hören. Sie bestreiten ja wohl nicht, dass Monsieur Redfern Ihre Frau bewunderte. Vermutlich tat er das. Die meisten Männer bewunderten sie. Sie war eine sehr schöne Frau. Aber Sie waren überzeugt, dass nichts weiter an der Sache sei? Ich habe nie darüber nachgedacht. Alles Blödsinn. Hat Ihre Frau ein Testament hinterlassen? Wissen Sie, ich bin mir nicht sicher. Wer waren Ihre Anwälte? Barkett und Applegood, Bedford Square. Die Kanzlei hat sich um all ihre geschäftlichen Angelegenheiten gekümmert. War sie vermögend? Ja, ich sagte Ihnen ja schon, sie war eine erfolgreiche Schauspielerin. Ich würde meinen, ihr Vermögen belief sich auf etwa 50.000 Pfund. Dann würden Sie Ihre Gattin also eine reiche Frau nennen? Kann man wohl sagen. Ja, ich denke, das war sie wohl. Hören Sie, Poirot, kommen Sie nicht ein gutes Stück vom Kern der Sache ab? Hier geht es doch nicht darum, was ich glaube oder nicht. Hier geht es um einen klaren Fall von Mord. Sie sehen das falsch, Captain Marshall. Einen klaren Fall von Mord gibt es nicht. In 9 von 10 Fällen hängt ein Mord mit dem Charakter und den Lebensumständen des Opfers zusammen. Eben weil die Person so war, wie sie war, wurde sie ermordet. Solange wir nicht genau wissen, was für ein Mensch Alina Marshall war, erhalten wir auch kein klares Bild des Menschen, der sie ermordet hat. Gab es sonst noch etwas? Im Augenblick nicht, vielen Dank. Stöbern Sie nach Herzenslust herum, wenn Sie wollen. Ich brauche frische Luft.